Wir sehen seit Tagen schon steigende Inzidenzzahlen hier bei uns in Deutschland. Stellt sich die Frage, wie sieht es eigentlich im Rest Europas aus? Die Antwort hat Stefan Wittmann. Schön, dass du da bist. Genau, wir können auf ein paar Länder schauen. In Deutschland zieht es ja langsam wieder an, nachdem es drastisch gefallen ist. In anderen Ländern sind sie da schon einen Schritt weiter. Da ist die Inzidenz zum Teil schon wieder eklatant hoch gestiegen. Welche Auswirkungen es letztlich hat, um die Pandemielage zu beherrschen, da können wir vielleicht später einen genaueren Blick drauf werfen, wenn wir uns ein einzelnes Land rauspicken. Erstmal der Überblick, was wir hier sehen. In Deutschland gerundet bei 14 die Inzidenz, Italien 50, das sind die beiden Länder, wo es noch überschaubar ist, und dann geht es eigentlich los, Frankreich 187, Portugal 219, und dann kommen zwei Länder, die schon deutlich höher sind, nämlich einmal die Niederlande mit 256 und dann aber vor allem auch Großbritannien, das Vereinigte Königreich, die bei einer Inzidenz von 395 jetzt liegen. Und in diesen beiden Ländern, und wir schauen in der nächsten Grafik auf Großbritannien mal im Detail drauf an, da ist eigentlich die Inzidenz schon wieder am Sinken, zumindest wenn man dem Kurvenverlauf dann vertrauen kann. Auf der nächsten Grafik dann Großbritannien, wo wir uns diesen Kurvenverlauf auch einmal komplett anschauen können. Und dann sehen wir es, wie es durch die verschiedenen Wellen eben ging. Dann jetzt auch wieder über den Sommer die Erholungsphase, und dann hat Delta eben zugeschlagen, ging dann ganz stark nach oben und jetzt der Knick nach unten. Und jetzt bleibt so ein bisschen die Frage, ist das eine Trendwende schon wieder oder woran könnte das gelegen haben? Wir müssen mal auf das Vereinigte Königreich im Gesamten schauen und erkennen, eigentlich sinkt die Inzidenz nur in Schottland, in England, in Wales und in Nordirland. Da steigt die Inzidenz nach wie vor. Woran das genau liegt, wissen die Leute vor Ort auch nicht exakt. Die Virologen sagen unter anderem, in Schottland haben die Schulen früher geschlossen, sind früher in die Sommerferien gegangen und haben auch noch nicht geöffnet. Und deswegen könnte möglicherweise die Infektionsrate bei den Jüngeren, die ja auch vor allem, nachdem alle Älteren geimpft worden sind, jetzt mit der Delta-Variante sich infizieren, eben noch nicht durchgeschlagen haben, wie in den anderen drei Ländern. Und das könnte eben ein Indiz dafür sein, warum da die Inzidenz noch nicht gestiegen ist. Grundsätzlich kann man dann auch noch sagen, Großbritannien hat gelockert am 19. Juli, der Freedom Day. Und da kam dann auch so ein bisschen die Sicherheit. Klar, wenn mit Pauken und Trompeten die Corona-Pandemie für beendet erklärt wird, es gehen 5% weniger Leute sich testen. Also das könnte auch schon wieder ein Fakt sein, wo die Dunkelziffer möglicherweise höher ist, als wir es tatsächlich im Kurvenverlauf der Inzidenz jetzt sehen. Die Vorsicht auf der anderen Seite könnte auch eine Rolle gespielt haben. Aus psychologischer Sicht betrachtet, sagen Psychologen aus Großbritannien, dass mit dem Freedom Day, jetzt ist die Grafik gerade verschwunden, wenn sie vielleicht noch zurückkommt, passt das wieder. Aus psychologischer Sicht, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt komplett geöffnet haben, dann muss jeder Einzelne vielleicht ein bisschen sicherer sein und muss vielleicht ein bisschen drauf schauen, dass man sich jetzt nicht infiziert, nicht gleich in ganz große Menschenmengen geht, sondern dass man da eben ein bisschen aufpasst. Könnte auch ein Fakt gewesen sein. Und zum anderen natürlich Reiserückkehrer. Es ist gerade noch Haupturlaubszeit, auch viele Briten sind da unterwegs. Da könnte man mit rechnen, dass die Infektionslage, die Inzidenz vielleicht doch wieder ansteigt, wenn dann diese ganzen Familien und Menschen, die jetzt im Urlaub sind, auch wieder zurückkommen. Wir werden die aktuellen Zahlen dann auch nochmal bekommen. Stefan, danke bis hierher.